Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier willkommen zu einer weiteren Folge vom Schamanen-Let's Play. Wir sind nach wie vor im Azurgebirge und der gute Galadriel finally mal wieder ein neues Teamwork. Denn war in letzter Zeit auch wieder ein bisschen motiviert auf WoW. Langsam kommt es bei mir wieder komplett zurück. Und ich habe ja mal die Rohfraktion ein bisschen weitergemacht. Entschuldigung. Und zwar, wenn ihr in, falls ihr das selber nicht kennt, auf der Küste des Erwachens gibt es hier die Obsidian-Zitadelle. Dort findet ihr die Furorion und Sibelian, könnt ihr wöchentliche Quests machen oder alternativ so Sachen abgeben und könnt halt euch am Anfang für einen von beiden entscheiden oder beide hochfarmen, bleibt euch überlassen. Wenn ihr Sibelian hochfarmt, dann kann man sich am Ende das Set hier kaufen. Das sieht ganz, ganz sick aus, vor allem, weil die Schultern, glaube ich, sogar die Schultern sind vom Elite-Set von Warlords of Draenor Season 1 für die Schamanen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Der Rest gab es in dem Sinne nicht, aber die Schultern, wenn ich mich nicht täusche, glaube ich, gab es vorher schon. Die Waffen, die wir hier benutzen, noch dazu, das sind die Waffen von Akama. Und die Waffen, die gibt es vom Geburtstagsevent jedes Jahr. Also jedes Jahr zu WoW-Geburtstag, glaube ich, immer im November. Könnt ihr den World Boss in Tanaris killen. Und wenn ihr eine Beweglichkeitsklasse spielt, also einen Verstärker-Schamanen, einen Mönch oder sowas, der Einhandwaffen tragen kann, dann könnt ihr diese Waffen erbeuten. Und die sehen natürlich cool aus, weil das sind uns einfach so Sicheln. Einzige, was schade ist bei den Sicheln, ist, dass man sie nicht selber verzaubern kann. Das kommt ja jetzt damit 10.05, falls ihr das noch gar nicht mitbekommen habt. Ihr könnt mit Patch 10.05, der ja irgendwann Ende Januar, Anfang Februar kommen müsste, könnt ihr ja dann auch hier die Artefakte verzaubern. Das heißt, wenn ihr schon immer mal so einen Hammer hier spielen wolltet und dann wollt ihr halt irgendeinen der Enchants hier drauf machen, das funktioniert da. Sieht sogar sehr, sehr cool aus bei manchen Farben. Gerade wenn man so Sachen hat, die halt die Farbe verändern, wie halt zum Beispiel das von der Collector's Edition oder Lernschneide oder den Elite Enchant oder so irgendwas. Das sieht immer ganz, ganz cool aus, weil die Waffen dann irgendwie so ein bisschen einzigartiger noch erscheinen. Das wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Ansonsten haben wir auch noch was Interessantes in Bost mit dabei. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit einen Charakter erstellen auf dem Server Rexar oder Leria und könnt dann einfach einen Brief schreiben an den guten Galadro hier. Dann kann ich nämlich jederzeit im Video einfach auf eure Fragen eingehen. Da haben wir als erstes Galadros Fuß. Okay, mein Fuß schreibt mir. Moin Meister, bin relativ neu in Retail und habe meinen Main jetzt auf einem 375 GS. Doch leider habe ich keinen Plan, wie ich an Gold kommen soll für Verzauberungen oder so. Viel Spaß beim Leveln. Das heißt, ich schätze mal, allgemeine Gold-Tipps meinst, oder? Ich nehme mal zu sicher den Brief mit, damit ich hier nicht brainlag, aber ich überhaupt noch einen vom letzten Mal. Gehe ich gleich drauf ein. Dann aber noch weiß nix. Hey Mann, Ruhmstufen. Hey Xiaomi, vielen Dank für deine Videos. Macht Spaß, sie immer wieder zu sehen. Ich habe da mal eine Frage. Ich habe eine ganze Weile WoW, kein WoW mehr gespielt und bin momentan mit meinem Main Stufe 60 und in Shadowlands Park Stufe 60. Gibt es eine Möglichkeit, die Ruhmstufe zu farmen? Yes. Wie viele kann ich maximal an einem Tag farmen, durch Torgas etc. unendlich? Könntest du mir sagen, wie ich am besten die Robenstufen bekomme? Viel Spaß noch beim Leveln und Zocken, mit freundlichen Grüßen, Chris. Dankeschön, wir kommen vor irgendwie die Musik, ist heute ein bisschen lauter als sonst. Ich mache das hier mal auf 80% oder so, ne? Die Robenstufe, also Goldfarmen gehen wir gleich ein. Warten wir kurz, bis wir aus der Höhle wieder raus sind, dann kann ich es nämlich aufmounten auch. Es ist generell ziemlich einfach, die Ruhmstufen zu farmen. Alles, was du in der offenen Welt machst, gibt dir im Endeffekt einfach Ruhmstufen. Okay, erstmal soliden Disconnect gefahren, aber... So, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Achso, Ruhmstufen. Ruhmstufen kannst du eigentlich so gut wie unendlich farmen, denn die Ruhmstufen, die kriegst du für jeglichen Content in Shadowlands. Sei es jetzt, wenn du in Shadowlands irgendwelche Art Instanzen läufst, kriegst du eigentlich am Ende mittlerweile immer eine Ruhmstufe. Das haben sie ja zum Ende hin so derart gebufft. Wenn du jetzt noch niedrige Stufen im Bereich bist und dort Bonusziele machst, kriegst du eine Ruhmstufe für die wöchentlichen Quests in Seraph Mortis, als auch in Quartia, da kriegt man auch immer eine Ruhmstufe. Für die Weltboss-Kills kriegt man immer eine Ruhmstufe. Und ansonsten die einfachste Art und die, ja, was man repetitiv die ganze Zeit farmen kann, ist halt Torghast. Also du suchst dir irgendeinen Torghast-Wing. Ich glaube, es waren Upper Reaches, also die oberen Ebenen, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten kann einer in die Kommentare nochmal ausbessern. Ich glaube, das war der schnellste Run, was man machen konnte. Und dann kannst du halt immer und immer wieder durchlaufen und kriegst halt einfach immer wieder Ruhmstufen, solange bis du halt Max bist. Wofür du die Ruhmstufen halt auch immer farmen möchtest. Für 80, glaube ich, gibt es irgendwie einen Titel oder so irgendwas. Das heißt, wenn du da die Achievements machst oder weil du vielleicht kein Dragonflight hast oder was auch immer, dann kannst du natürlich ganz einfach nach wie vor hochfarmen.
Und sollte eigentlich auch nicht allzu schwer fallen, weil die Robenstufen waren wirklich sehr, sehr free zum Ende hin. Und auch nicht vergessen, wenn du das für mehrere Covenants machen willst, also für mehrere Pakte, für mehrere verschiedene, dann kann es jederzeit hergehen. Und sobald du 60 oder was, 80, ich glaube, du musst bei einem Max sein. Also wenn du einmal Max Robenstufe bei einem erreicht hast, dann kannst du die in Oribos, also in der Hauptstadt von Shadowlands, beim Flugmeister oben, kannst du dir einfach die Robenstufe kaufen und zwar direkt auf 60 hoch. Heißt also, bei den mit Twinks oder so weiter, kannst du es direkt verschicken auf andere Charaktere oder aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel beim Main von den Kirianern weggehst und zu den Necrolords hingehst, kannst du auch dort einfach dann vor so ein Ding kaufen und dann mit rübernehmen und dann bist halt dort einfach instant 60. Das heißt, du tust dir nochmal leichter, gerade wenn du da irgendwie nochmal die anderen pushen willst für Achievements oder wie gesagt, was auch immer du da gerade farmen möchtest. Tust dir dann nochmal ein bisschen leichter mit dem Ganzen. So, ansonsten zum Goldfarmen an sich. Goldfarmen ist momentan eigentlich ziemlich easy. Warum? Weil nach wie vor natürlich, wir haben immer noch Addon-Start, es sind immer noch am meisten Spieler da. Spieler tippen ja nach dem Addon-Start dann logischerweise immer runter. Und dementsprechend kriegt man halt Sachen sehr schnell verkauft, vor allem was Materialien angeht. Da wir halt jetzt zum ersten Mal in einem Addon-Start überhaupt so sind, dass das Auktionshaus Cross-Region ist. Das heißt, alles, was du im Auktionshaus reinstellst, oder nicht alles, aber alle Handwerksmaterialien und Consumables sind immer region-wide. Das heißt, jeder in der ganzen Region sieht dieselben Dinge. Egal, ob du jetzt auf Arigos spielst, auf Detekus spielst, auf Frostwolf, Erida, Blackrock, was auch immer du für einen Server hast, du siehst dort immer die gleichen Sachen. Der einzige Ding sind also Gear-Sachen und so weiter, also Ausrüstung und so. Das ist nach wie vor Server einzeln. Wird wahrscheinlich, tippe ich mal, auch irgendwann noch geswitcht werden. Aber so viel erstmal dazu. Das heißt, wenn du irgendwas farmst, dann wirst du das extrem schnell los, weil natürlich so viele Leute permanent aufs Auktionshaus zugreifen und dann die ganze Zeit immer wieder vereinzelt Materialien und Co. rauskaufen. Auch noch der Vorteil, warum die Materialpreise überhaupt hoch sind, ist natürlich, weil in Shadowlands, sag ich schon, in Dragonflight natürlich, dass das Angebot oder beziehungsweise die Nachfrage eher gesagt extrem hoch ist für die Materialien. Woher kommt das? Weil die Berufe einfach extrem gute Items herstellen können, die halt tatsächlich irgendwo wertvoll sind und mit denen du halt mit denen du tatsächlich dir Gear machen kannst, das halt worth ist, weil es gibt ja, wenn du jetzt Mythic Plus 16 Plus machst oder Mythic Raiders oder sonst irgendwas, kriegst du überhaupt Mats raus oder Elite Rating spielst und so, kriegst du überhaupt Materialien raus, mit denen du 4-15 Items zum Beispiel herstellen kannst, also auf Mythic Niveau. Und dementsprechend ist es natürlich sehr, sehr wertvoll, diese ganzen Materialien immer zu haben, gerade die höheren Ranks, weil bei den Mats gibt es ja dann Rank 1, 2, 3 und so weiter, bei Ärzten etc. Und dann verkauft man die natürlich nochmal ein bisschen besser. Und wenn wir uns da im Allgemeinen gerade erstmal durchdenken, was könnte man jetzt am besten verkaufen? Am besten aktuell verkaufen sich einfach die aktuellen Materialien. Das heißt, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, an einen aktuellen Beruf zu kommen, was ja nicht schwer sein sollte, du sagst, du spielst halt einfach nur, oder du warst bisher, jetzt kann ich den Brief gerade nicht aufmachen, du warst bisher nur Gearfarmen und hast sonst nicht wirklich viel gemacht, gehe ich mal davon aus, dass du nicht wirklich irgendeine Art Beruf hast, wo du jetzt viel Zeit investiert hast, selbst wenn du einen hast, ist es wahrscheinlich nicht so tragisch, wenn du ihn jetzt einfach verlernst. Und dann könntest du dann einfach Materialien farmen gehen in einer Art und Weise, genau. Weil du willst ja das Gold für Verzauberungen und so weiter. Da könnte es halt einfach hergehen und jetzt zum Beispiel Bergbau und Kräuterkunde lernen. Kürschnerei ist meistens am wenigsten wert. Warum? Denn die Ledersachen, die man von Kürschnerei bekommt, die sind ja, oder das Leder an sich ist ja meistens bei Weitem einfacher zu farmen, weil man halt einfach, ja, das in unlimitierten Mengen farmen kann. Warte mal, wo geht's hier nochmal raus? Ich bin hier verwirrt gerade. Weil du kannst ja einfach hergehen und sagen wir bei der Jagd oder so, in wo auch immer die Jagd gerade ist, kannst du ja einfach die ganze Zeit die Mobs kürschen in einer Tour. Ist ja nicht wie bei Erz, wo hin und her fliegst und immer wieder suchen musst und hoffen, dass eins ab ist, sondern bei Leder kannst du ja unlimitiert farmen die ganze Zeit. Gibt es gewisse Farmspots, wo die Leute einfach reingrinden wie wahnsinnig und dementsprechend drückt es natürlich den Preis dort am weitesten immer runter, weil es halt am einfachsten zugänglich ist von den Materialien her. Das ist bei Kräutern und Erzen meistens ein bisschen höher, aber da kann man dann einfach reinschauen. Das heißt, wenn du jetzt farmen gehst, können wir einfach mal reinschauen. Was haben wir hier? Einen Mattbeutel gerade? Wir haben keinen Mattbeutel, oder? Nein, wir haben gerade keinen Mattbeutel. Wir können nur das hier einmal kurz aufmachen. Aber wir sehen zum Beispiel hier tobender Frost. Wir können zum Beispiel hier einfach tobend eingeben. Und da sehen wir zum Beispiel tobendes Feuer, erwecktes Feuer und so weiter. Das heißt, die einzelnen Partikel 6 bis 50 G um den Dreh oder 71 G. Das heißt, wenn wir die ganzen Dinger erweckt einmal eingeben,
Dann sehen wir zum Beispiel erweckter Frost, erwächstes Feuer, Zorneskraft und so weiter, sind relativ viel wert. Das heißt, wo farm ich das? Erwächstes Feuer, logischerweise Feuerelementare. Frost bei Frost, Mobs oder Elementaren. Da habe ich immer noch Husten, tut mir leid. Erweckte Zorneskraft ist einfach über PvP. Das heißt, du spielst Battlegrounds gut, kriegst fast jedes BG Zorneskraft und wenn du 10 Stück hast, kannst eine Zorneskraft draus machen, hast 400 Gold gemacht. Die Dinger verkaufen sich instant. Das heißt, du stellst das rein und das ist meistens binnen Sekunden verkauft. Das heißt, es soll jetzt keine Probleme haben, so irgendwas zu kriegen. Ich schaue meistens, wie gesagt, wenn ich solche Dinge erkläre, schaue ich meistens drauf, dass ich euch Sachen nenne, die man nebenbei machen kann. Man kann sie natürlich auch exzessiv farmen, aber dann gibt es meistens bessere Wege, da an mehr ranzukommen, weil ich kann natürlich ab und zu BGs spielen, ich kann aber auch exzessiv an einem Farmspot zum Beispiel in Onaran Plains die ganze Zeit erweckte Luft farmen mit einem 4x4 Farmen oder so irgendwas, das ist mir schon klar, aber du kannst natürlich, wenn du einfach nur so gechillt farmst, geht es natürlich auch. Man sieht halt, wo es Farmspots gibt, zum Beispiel hier 110.000, das teuerste momentan erweckte Ordnung, kriegt man am einfachsten, wenn man Kräuterkunde und Bergbau hat, kannst einfach Erze abbauen, manchmal gibt es so große oder kleine Erze oder Kräuter und da ist einfach erweckte Ordnung drin, kriegst ziemlich einfach. Ich glaube, ich habe mit meinem Dudu mal eine Stunde gefarmt, irgendwie 130 von den Dingern gehabt, also jetzt 130 Essenzen und dann sind es 13 Ordnungen, also 13 mal 750, plus die Kräuter und so weiter. Also kommt recht gut was zusammen, wenn man da farmt, weil man halt mit Bergbau und Kräuterkunde kriegst die Dinger immer nebenbei. Gerade wenn du mit Kriegsmodus farmst, kriegst du auch so den Erzen ab und zu die Zorneskraft und so weiter raus. Das heißt, es lohnt sich halt, weil du kriegst halt die Erze und du kriegst den Stuff noch zusätzlich, was du halt dann einfach verkaufen kannst und wo du dir halt dann 100-mal leichter tust, das Ganze dann noch irgendwie loszubekommen. Dann gibt es natürlich noch andere Sachen. Du kannst ja auch andere Berufe machen. Was ist jetzt, wenn ich zum Beispiel Schmiedekunst bin? Wenn ich Schmiedekunst bin, könnte ich auf Legierungen gehen. Und dann kann ich hier schauen, dann könnte ich Legierungen erstellen. Frostlegierung, gerade wenn ich sie geskillt habe und die höheren Ränge kann, ist natürlich meistens gut. Sehen wir zum Beispiel Obsidian versenkte Legierungen sind nach wie vor 3700 Gold wert. Frostlegierungen auf Rang 3 sind 2000 Gold wert. Dann sehen wir hier urzeitlich geschmolzene auch 2000 Gold. Das heißt, wenn ich da mich spezialisiere, tue ich mir natürlich leicht am Anfang die Sachen, die ich herstelle, kann ich natürlich dann billiger loswerden, weil natürlich die höheren Ränge dann meistens nicht immer ein bisschen mehr wert sind. Aber man sieht schon zum Beispiel hier, warum? Weil die meisten dann schon auf Rang 2 sind und wenn dann einfach mehr Angebot da ist, wie zum Beispiel hier, umso mehr Angebot, umso niedriger der Preis logischerweise bei Angebot und Nachfrage. Deswegen dann immer ein bisschen problematischer, aber wenn man die Max-Rang herstellen kann, natürlich immer sehr, sehr nice, weil man damit halt dann nochmal ein bisschen leichter an das Gold rankommt. So viel also dazu, das heißt, alles was du machst im Game, alles was nebenbei so generierst an Materialien oder was auch immer, du kannst immer alles in irgendeiner Art und Weise zu Gold machen im Game. Dadurch gibt es ja auch das Auktionshaus bzw. die generelle In-Game-Economy und dann tut man sich wirklich leicht, weil man kann halt immer hergehen und einfach alles reinstellen, auch wenn es jetzt nicht so viel wert ist. Ich kann auch hergehen und zum Beispiel den zerlumpten Stoff hier, also den aktuellen Stoff einfach reinstellen. 5 Stück, 75 Silber. Gut, vielleicht habe ich jetzt seit Wochen den Stuff einfach angesammelt im AH und habe halt ein paar hundert Stück und dann kann ich halt da, achso, das darf man gar nicht eingeben, aber dann kann ich halt hergehen und kann halt immer alles nebenbei einfach reinstellen. Das ist halt einfach, das kommt halt dann immer alles zusammen. Das ist halt so viel, was beim Questen und so weiter einfach zusammenkommt, was man dann immer weiter verkaufen kann. Gleiche gilt für Verzauberungsmaterialien. Wenn du zum Beispiel Verzauberungskunst besitzt, kannst du immer hergehen, sagen wir, du levelst gerade einen Char, gut, dann entzauber halt alles, was du kriegst. Oder es ist ein Max-Level-Char und du läufst gerade Mythic Plus und so weiter. Gut, dann entzauber halt die restlichen Epics, die du gerade so kriegst und verkauf die Materialien im Auktionshaus. Da kommt so derart viel Gold zusammen mit der Zeit, indem man einfach das Spiel spielt und halt nebenbei durch die Berufe oder halt einfach ein bisschen darauf achtet, was man halt so nebenbei alles kriegt und einfach verkaufen kann bzw. wegbringen kann. Ist halt Wahnsinn, wie viel Gold man damit einfach nebenbei umsetzen kann. Müssen wir mal drauf achten, wenn es zum Beispiel langweilig ist. Zum Beispiel der hier gerade hier so eine Blume abgebaut, das meine ich, eisige Hochblume. Wenn ich die abbaue, kriege ich Hochblumen und ich kriege die Frostpartikel. Und dann habe ich nicht nur ein Ding zum Verkaufen, sondern wenn wir hergehen, das ist nämlich gerade interessant. Dann kann ich hier schauen, Hochblume ist ja, wenn es eine T3-Blume ist, 6,99 das Stück wert, was gar nicht mal schlecht ist. Und dann würde ich hier noch so tobenden Frost kriegen und da sehen wir, tobender Frost 23 geht das Stück. Das heißt, auch hier in dem Falle würde ich natürlich wieder relativ gut aussteigen pro Kraut, das ich halt abbaue. Also natürlich, wenn ich jetzt da irgendwie eine halbe Stunde farmen gehe, dann werde ich dann nicht zum Millionär oder so. Aber wenn man das wirklich exzessiv macht und dann mehr Zeit investiert, dann kannst du natürlich massiv Gold rausholen. Aber du sagst, du willst halt nur Verzauberungen und so weiter. Das heißt, wenn du ab und zu mal nebenbei solche Sachen machst, dann kriegst du halt mehr als genug Gold zusammen, dass du halt
ja, dass du dir solche Sachen organisieren kannst und dass du dir dann noch mal ein bisschen leichter tust. Apropos Farmen, ich glaube, das Thema lassen wir mal, oder also es fällt mir noch irgendwas ein, gerade nebenbei, aber zum Thema Farmen fällt mir noch gerade was ein, denn es war ein Hotfix vor kurzem, der das Farmen von Erzen und Kräutern so viel leichter gemacht hat. Und nicht nur ein bisschen, sondern extrem viel besser. Denn wenn ihr bei Bergbau oder Kräuterkunde skillt, dann habt ihr zum Beispiel, wenn ich hier gerade Lederverarbeitung sehe, seht ihr gerade nicht, aber unten ist halt Spezialisierung. Und da gibt es eine Spezialisierung, dass ihr beim Kräuterpflücken als auch Erze abbauen jederzeit das Ding auf dem Drachen machen könnt. Das heißt mit dem guten Drachenreitensystem. Und das wurde gebufft, denn was ist da verändert worden? Wenn wir hier reinschauen in den Drachenreiten-Skillbaum, dann haben wir hier ganz unten, ihr seht es gerade noch, haben wir hier Drachenreiterjagd. Das ist für alle, die jetzt nicht gerade Kräuterkunde den Bergbau haben, aber wir haben Drachenreiterkultivierung. Und das Ding wurde so massiv gebufft. Das Sammeln von Kräutern oder Mineralien erhöht eure Regenerationsrate für Elan 3 Sekunden um 400%. Wenn man nochmal zurückgeht, wie das vorher war es für Regenerationsrate für Elan 10 Sekunden lang für 10%. Das heißt 390% Buff und das regen wir auch noch in schnellerer Zeit. Sehr, sehr angenehm, habe ich mit Druid auch direkt ausprobiert. Man kann das legit einfach jetzt, selbst wenn Erz so nebeneinander ist, fliegst einmal hoch, zack, kann ich abbauen, flieg wieder hoch, kann ich wieder abbauen, flieg wieder kurz hoch, baue ich hier ab und so weiter und die Elan geht ihr Gefühl gar nicht mehr aus. Also sehr, sehr angenehm, wenn man da jetzt in irgendeiner Art und Weise farmen möchte. Kann ich jedem nur empfehlen, dass man da jetzt unbedingt das Talent speckt mit den Chars, die halt dafür abgestellt wurden, damit sie halt solche Sachen farmen. Weil bei mir zum Beispiel ist das immer mein Druide. Mein Druide ist einfach mein Farm-Char, mit dem ich halt dort die ganzen Sachen immer zusammensammle. Und da ist es natürlich dann ganz praktisch, wenn man halt darauf achtet, dass man natürlich solche Trades dann auch mitnimmt und nicht gerade auf diese Dinge halt vergisst, weil man halt so viel mehr Zeit spart einfach damit und dass sich so viel besser anfühlt. So, apropos besser anfühlen, wir haben nämlich noch eine coole Änderung durch die Hotfixes diese Woche bekommen und zwar für Solo Queue. Denn bei Solo Queue, jeder kennt's, jeder hat schon hunderte Male erlebt und zwar, wenn man Solo Queue gespielt hat, gab's immer irgendwen, der rausgelieft ist und das wird jetzt natürlich nach wie vor passieren. Gerade auf lowerem Rating, aber auf höherem Rating wurde da das System teilweise ausgenutzt. Warum? Und zwar ist es auf, wer das System gerade nicht versteht, es gibt ja, ich habe es im letzten und vorletzten Video, glaube ich, schon erklärt, aber es gibt ja mehr oder weniger den Suchwert, also das MMR, und das MMR bestimmt immer, gegen was für Teams du spielst. Sagen wir, du hast zum Beispiel einen Suchwert von 2400 und dein aktuelles Rating ist bei 1800, sprich, selbst wenn ich 6 Game auf 1800 verlieren würde, weil mein MMR 2,5 ist, würde ich keinen Minus kassieren, würde ich aber 6 Games gewinnen, dann würde ich auf einmal plus 200 bekommen, weil mein Suchwert so hoch ist und der Suchwert würde natürlich auch weiter mit ansteigen. Jetzt gab es aber ein Problem im ganzen System und zwar, wenn Leute aus Lobbys gelieft sind, dann haben sie zwar 150 Punkte minus kassiert, aber das MMR ist nicht nach unten gegangen. Das heißt, Leute auf höherem Rating haben das teilweise, nicht alle, aber gab schon sehr viele, die das dann exzessiv abused haben, weil, ja gut, dann lief ich raus, kassiere die 150 Punkte minus und dann habe ich aber zum Beispiel, jetzt war ich 2000er Rating und mein MMR war 2,5. Jetzt kann ich was sagen, oh, die Lobby ist halt gerade mega bad und ich würde halt jetzt irgendwie nach unten drop, oder ich würde jetzt, oder eigentlich müsste man weiter oben sein, jetzt haben wir 2400 und 2500er Suchwert, dann würde ich halt sagen, oh, jetzt hätte ich fast alles verloren. Ja gut, dann lief ich raus, dann kriege ich minus 150, dann droppt das runter, aber der Suchwert ist einfach gleich geblieben. Das heißt, wenn ich jetzt wieder 6 Games gewinne, gut, dann boostet es mich dann gleich wieder komplett nach oben und ich habe im Endeffekt halt so gut wie nichts verloren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, das heißt, wenn jetzt einer rauslief, dann kriegt er erstens das Minus für den Leaf, also minus 150, zweitens, was noch interessant ist, man sieht jetzt, wer gelieft ist. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich dachte, weil am Anfang hat man nur gesehen, wer gelieft ist, wenn du in der Gruppe warst von dem, der gerade gelieft ist. Ansonsten konnte man nur spekulieren, wer da gerade rausging. Und jetzt ist es im Endeffekt so, dass halt dabei steht dann, weil jetzt kriegst du auch die Wertung dann, zu dem kommen wir gleich noch, aber jetzt steht halt dabei minus 150, das heißt jeder weiß, wer da gerade aus der Lobby gegangen ist. Und warum dachte ich, dass sie das nicht machen? Weil es irgendwie zu massiver Toxicity führen kann? Weil was glaubst du, wie Leute teilweise abgehen, wenn sie gerade irgendwie die Gotteslobby hätten und so weiter und sehen, dass sie da alles gewinnen können und da lief halt wieder einer raus oder so.
ich weiß ja nicht, ob das so schlau ist, das zu zeigen, dass man dann sieht, wer das ist. Ich meine, einerseits, natürlich findet man das auch irgendwo gut, aber man kann schon sich vorstellen, zu was das teilweise führen kann. So viel also erstmal dazu. Das heißt, auf höherem Rating haben sie das natürlich halbwegs behoben, sagen wir so. Warum ist es auf lowerem Rating dann natürlich noch immer so, dass Leute rausliefen? Leute sind einfach mad, weil sie gerade verloren haben, weil sie nicht so performt haben, wie sie wollten, und dann liefen sie einfach raus. Das kriegst du, da kannst halt machen, was du willst, aber die Leute werden das immer machen. Leute glauben immer, dass sie halt fehlerfrei gespielt haben, dass sie halt die Perfektion in Person waren gerade und keine Fehler gemacht haben und so weiter. Das wirst du nicht rauskriegen. Da wird es immer einen geben, der halt rauslief, egal wie viel Minus der da gerade kriegt oder sonst irgendwas. Ich letztens im Stream aber darüber geredet und da kam immer der Screenshots zustande, selbst irgendwie auf 800, der hat 800er Rating, kriegt halt minus 150, weil er halt gerade verloren hat. Ja gut, der war halt mad und ist halt rausgelieft. Immer noch blöd für alle anderen, aber nicht mehr ganz so tragisch, wie es vorher war. Warum? Denn man kriegt jetzt direkt die Wertung für die Runden, die man gewonnen oder verloren hat. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn einer nach drei Games, also von sechs Runden nach drei Runden rausgelieft ist, dann kriegst du trotzdem für deine drei Runden, die du gespielt hast, deine Wertung plus, deine Ehre, deine Eroberungspunkte oder deine Wertung minus, natürlich, wenn du dreimal verloren haben solltest. Und das macht es natürlich bei Weitem angenehmer. Es fixt jetzt nicht das komplette Problem, aber wie gesagt, was willst du tatsächlich gegen machen, wenn Leute da immer wieder rausliefen? Da kannst du halt eh nicht viel gegen tun, außer halt zu versuchen, das irgendwie angenehmer für alle zu gestalten. Deswegen, ja, bisschen problematisch natürlich nach wie vor, aber bin gespannt, was sie da dann in Zukunft dann auch noch machen werden. Also definitiv ein paar coole Changes, die wir mit drinnen haben, die das Ganze ein bisschen ansehnlicher oder entspannter gestalten. Aber es ist natürlich immer noch blöd, denn das Main-Ding, was wir nach wie vor haben, ist halt einfach die langen Queue-Zeiten. Und die langen Queue-Zeiten, die kriegst du halt auch einfach nicht weg. Mir persönlich würde halt nichts einfallen, was die Queue-Zeiten halt auch nur in irgendeiner Art und Weise verbessern würden, weil es ist halt einfach ein Heilermangel. Es sind halt einfach zu wenig Heiler für zu viele DDs, die da sind. Das heißt, das Einzige, was fixen würde, wenn du mehr Leute dazu bringst, dass sie Heiler spielen, aber es war schon immer so in WoW und es wird immer so bleiben, dass die meisten Leute immer DD spielen. Das ist das gleiche Problem im BVE, wenn es immer keine Tanks oder Healer, aber die DDs sind wie Sand am Meer. Wenn ich im Stream eine Gruppe organisiere, dann kann ich mir sicher sein, dass 99% aller Leute natürlich DD sind und die wenigsten halt Tank und Heiler sind. Das ist halt immer ein Problem. Ich weiß, viele haben dann irgendwie gemeint mit 2 Foils 2 und da random, aber das führt zu so vielen Problemen und teilweise zu so wenig Spaß, da du im 2 Foils 2 das Problem hast, dass du so schnell hardcountert wirst von einer anderen Klasse, was halt im Freeze nicht unbedingt besteht, da du halt zum Beispiel, wenn du eine Klasse spielst mit wenig Survivability, halt einen Heiler hast, der dich noch irgendwie nach oben bringen kann, wenn es gerade zu irgendwelchen Problemen führt. Das ist jetzt gerade im niedrigstufigeren Bereich dann meistens nicht unbedingt so das Problem, aber umso höher du kommst, umso mehr Problem wird es natürlich dann auch. Aber im Generellen, ich kann es mir nicht lustig vorstellen, sagen wir so, dass man da irgendwie mega, mega motiviert dann reingeht, weil man halt jetzt, gut, dann hast halt deine 5 Sekunden Queues, weil es halt einfach DD mit DD die ganze Zeit zusammennehmen kann, aber wirklich Spaß wirst du dann dran nicht haben, weil gut, dann werden halt Klassen, die halt da persönlich extrem im Tools performen können, bei Weitem besser abschneiden. Also zum Beispiel mit Sub-Rogue oder so. Wenn da jetzt ein Sub-Rogue dabei ist und Sub-Rogue auch nur halbwegs Damage macht, wenn er gerade sagt, er macht gar keinen Schaden oder so, sondern er macht halt halbwegs Schaden, warum wäre das dann ein Problem? Ja gut, der kann halt einfach hergehen und dann spielt er zum Beispiel gegen den Armsvari und dann zappt er den Healer, dann geht er einfach auf den Armsvari, geht ins Schattenduell, das heißt der andere Heiler oder der sein, oder Heiler sage ich schon, Heiler kann ja gar nicht drinnen sein, aber er zappt den anderen DD, geht auf den einen DD, kann Schattenduell anmachen, der andere DD sieht ihn, ne? Das heißt, selbst wenn er Insignie macht, kann er nichts dagegen tun und das Game wäre in dem Sinne einfach schon vorbei, wenn er den Burst aufbringt, dass er ihn halt da in dem Ding einfach umrotzt. Das gleiche gilt halt auch für andere Klassen, sofern du ein Crowd Control dabei hast, bist halt immer 100-mal stärker als alles andere. Wenn er jetzt ein Magier drinnen ist, selbst wenn Magier jetzt nicht S-Tier wäre oder sonst irgendwas, er kann meinen Mate nonstop rausziehen. Gleiche gilt für Warlocks oder so irgendwas. Alles, was halt über viel Crowd-Control verfügt.
Da kann es halt noch so nice sein, aber da müsste halt schon wieder sowas extrem bastet dabei sein, wie wo es eine Zeit lang im BFA, glaube ich, war. Oder was wieder anhand von Items und Co., dass irgendwie Double Demon Hand oder so irgendwas mega rasiert. Aber das kannst halt da meistens nicht bringen, weil wenn ich einen von deinen Mates nonstop rausnehmen kann, ohne dass du irgendwie einen Displast, keiner kann dich rausholen aus dem Ganzen und so weiter, weil Heiler haben ja immer Magie-Dispel, das heißt, er kann nochmal dafür sorgen, dass du rauskommst, aber das wird es ja dann auch alles nicht geben und das ist halt, wie gesagt, führt alles nur zu Problemen im 2v2, das zu extremst unfairen Matchups führt, wo ich halt einfach gar nichts machen kann. Und im Freeze muss ich sagen, bisher nicht wirklich das Problem gehabt, dass ein Matchup irgendwie so blöd für mich aufgebaut wäre, dass ich gar nichts machen kann, sondern es gibt immer irgendwie die Möglichkeit, dass ich wenigstens eine der Runden gewinne. Aber man hat es ja genau gesehen, was dann passiert. Leute rerollen halt teilweise so derart schnell, weil es ist ja immer leichter zu rerollen. Ich meine, wir haben ja extra ein System eingefügt, damit man so schnell wie möglich an Gear kommt. Das Leveln ist noch das größte Hindernis, aber das Gear ist einfach instant mittlerweile im PvP. Und das ist natürlich für Leute perfekt, weil dann kann ich halt einfach hergehen, kann instant rerollen. Und dann sieht es halt so aus, wie mit Demon Hunter jetzt eine Zeit lang ausgesehen hat in Solo Queue, wo halt, wenn du vergleichst von den Top von den Top-Spielern, die über 2400 sind, war so bei den meisten Klassen so 10, 15 Stück anfangs und Demon Hunter waren es über 400. Das sah es ein bisschen merkwürdig aus. Gleiche war dann für Demolog, waren auch relativ viele, aber Demon Hunter definitiv bei weitem. Ich glaube, Demolog waren irgendwie so 100 oder so irgendwas, aber da siehst du dann schon, wie schnell die Leute dann bei sowas rerollen und das wird halt dann im Tools nicht anders sein. Auch selbst jetzt merkst du noch, wie viele Leute dann auch mit Ding dabei sind, dann mit S-Tier-Klassen, weil sie unbedingt irgendwie nach oben kommen wollen, weil sie glauben, dass mit anderen Klassen dann nicht geht, aber genau darauf ist ja dann Solo Queue ausgelegt. Das soll ja damit möglich sein, dass du mit allen Klassen irgendwie in irgendeiner Art nach oben kommst. Deswegen gibt es ja auch das Ranking für die persönlichen Specs. Das haben auch viele noch nicht verstanden, die sind dann nur mad, weil sie mit ihrer Klasse nicht hochkommen, aber dafür gibt es in Solo Queue extra diesen Aufbau, dass du halt sagen kannst, ja, wer ist der höchste Verstärker-Schamane? Wer ist der höchste Elementar-Schamane? Wer ist der höchste Heal-Schamane? Und jeder hat sein eigenes Bracket. Jeder wird einzeln eingeteilt, wo er denn gerade Rank 1 ist, also in welchem Rating-Bereich er gerade Rank 1 ist. Kannst zum Beispiel schauen, wie gesagt, Demon Hunter, glaube ich, ist Rank 1 momentan irgendwo bei 3100. Wenn ich jetzt aber sage, Tank, DK, 1800, 1700 um den Dreh, dann wieder Braumeistermönch oder so. Da gibt es welche, die sind auf 1700 und dann ist irgendwie so ein Megasprung von einem, der halt mega rein nerdet und der ist halt irgendwie auf 2300 oder so. Also siehst definitiv, dass es Leute gibt, die es immer schaffen, dass sie die Specs zum Funktionieren bringen und da ist immer die Frage, dann liegt es halt eher am Spieler und nicht an der Klasse an sich, dass man da halt irgendwie hochkommen kann und da muss man halt dann einfach üben, rumprobieren, schauen, was man besser machen kann und dann kommt man mehr oder weniger auch damit hoch im 3v3, weil durch die 6 Runden kann man natürlich dort eh mehr als genug anbringen. So viel also dazu. Definitiv ein paar gute Changes mit dabei gewesen. Bin schon sehr, sehr gespannt auf Patch 10.05. Der sollte eigentlich soon TM mal kommen, weil da hieß es ja eigentlich, dass das gleich am Anfang des Jahres irgendwann passiert. Zumindest laut ihrer Roadmap war es, glaube ich, irgendwo so um den Ende Jänner, also Ende Januar, Anfang Februar müsste es normalerweise gewesen sein. Also ich tippe persönlich, dass der Patch am 25. oder 1. kommt. Aber ja, bin gespannt, ob es wirklich so, ob der Patch wirklich dann kommen wird. Aber ich gehe mal von aus, weil jetzt wird auch schon der nächste Part davon getestet, gerade aktuell. Sie haben den Mage Tower getestet. Wer das noch nicht mitbekommen hat, der Mage Tower, der kommt ja auch wieder mit zurück. Mit Patch 10.05. Das heißt, auch dort habt ihr wieder die Chance, natürlich an die Sets zu kommen. Also es sind die gleichen Rewards drin, sofern ich das verstanden habe. Aber sie mussten den Major ja komplett retunen durch die ganzen neuen Talente und so weiter, was die Klassen jetzt haben. Das heißt, dort wird wahrscheinlich wieder mehr als genug Möglichkeiten geben, in irgendeiner Art und Weise da das Ganze zu cheesen oder sonst irgendwas mit verschiedenen Skillungen. Bin sehr gespannt, was die Leute sich da wieder einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Up-to-Date-Guides mache für den Mage da. Bisschen schade halt, dass das so schnell outdated war, weil für 36 Klassen das Ganze zu machen, ist natürlich ein bisschen mit Aufwand verbunden. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es nochmal schaffe, dass ich dann nochmal erneut alle von den Videos in irgendeiner Art und Weise up-to-date bringe. Aber das schauen wir uns dann an. Vielleicht mal so ein zusammengefasstes Video von dem, was ich glaube oder so irgendwas, was definitiv dort am besten performen wird. Ansonsten, meine Level Guide kommt auch relativ gut voran. Die sollte soon TM mal fertig sein. Ich bin da wirklich sehr, sehr
aktiv dran, aber das dauert leider, weil es einfach so viel zum Recorden ist, was ich da machen muss, damit ich das Ganze halt wieder irgendwie fertig kriege und damit das Ganze so gut wie möglich für euch aufgebaut ist, damit es auch irgendwie Sinn macht, sich einfach den ganzen Part dort anzusehen. So, jetzt allerdings lassen wir es erstmal gut sein mit dem lieben Galadriel. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video wieder gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit, unten in die Kommentare oder alternativ auf dem Server Rexar oder Lerian Charakter stellen oder ein Briefchen an den lieben Galadriel schicken. Ansonsten, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.